Nach einer gründlichen körperlichen Untersuchung, dem Abtasten der Prostata und in Kombination mit einer Ultraschalluntersuchung der Prostata stellt die Gewebsentnahme der Prostata ein sicheres Verfahren zur Diagnostik des Prostatakarzinoms dar. Sicherlich haben wir als Urologen die Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Urologie. Am Ende des Gespräches ist es aber eine individuelle Entscheidung zwischen dem Arzt und dem Patienten. Da haben wir zur Behandlung des Prostatakarzinoms die Möglichkeit der Operation, die Möglichkeit der Strahlentherapie und ebenso die Möglichkeit, Medikamente zu geben und schlussendlich auch das Abwarten und das Beobachten der Erkrankung. Ja, da erzähle ich nichts Neues. Bei einer Früherkennung sind die Heilungschancen selbstverständlich sehr, sehr gut. Deswegen Vorsorge ist ganz, ganz wichtig.